Hallo, willkommen zu Teil 61 des TYPO3-Einsteigerkurses. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Extension TT News. Was macht diese Extension? Mit der TT News kann man aktuelle Nachrichten auf der Webseite darstellen, so wie man es zum Beispiel von Nachrichtenmagazinen gewöhnt ist. Das heißt, ich kann auf der Startseite zum Beispiel einen kurzen Teasertext mit einem Bild anzeigen. Und mit einem Klick auf die Überschrift bzw. auf einen Weiterlesen-Link lande ich dann in der kompletten Meldung, die dann auch durchaus mehrere andere Bilder noch beinhalten kann, die Links zu anderen Nachrichten beinhalten kann und so weiter. Das Ganze ist eine ziemlich umfangreiche Extension. Man kann auch einen RSS-Feed damit generieren und so weiter. Und das alles schauen wir uns in diesem und in den nächsten Videos mal an. Beginnen wir mit der Installation der Extension. Ich gehe also in den Erweiterungsmanager, in den Punkt Erweiterungen importieren und tippe hier tt-news. Und ein wenig weiter unten finde ich dann hier unter Frontend Plugins die TT News. Ich installiere die wie gewohnt. Erweiterungen installieren. Es kommt jetzt hier eine kleine Fehlermeldung. Ich habe hier aktuell die Version 4.4.4 von TYPO3 und TT News ist momentan für diese Version offiziell noch nicht zugelassen, aber ich weiß, dass er trotzdem damit funktioniert. Deswegen kann ich das hier ignorieren und erneut versuchen. Muss dann diese Aktualisierungen durchführen und erhalte jetzt die Meldung, dass die Erweiterung installiert wurde. Ich lade jetzt einmal das Backend neu und ihr seht jetzt hier ein neues Modul News Admin. Da kommen wir später allerdings drauf. Der nächste Schritt ist jetzt ein paar neue Seiten anzulegen. Ich habe das so vor, ich möchte auf der Home, also der Startseite, die Teaser-Meldungen haben, also kurze Anreißertexte für die aktuellen Meldungen. Durch einen Klick auf die Überschrift oder einen Weiterlesen-Link soll dann auf eine neue Seite gesprungen werden, wo die komplette Meldung zu lesen ist. Außerdem soll ein Archiv angelegt werden, in dem ältere Meldungen trotzdem nochmal nachgelesen werden können. Ich lege jetzt also hier erstmal eine neue Seite an. Seite in. Die soll allerdings nicht im Menü auftauchen und die nenne ich jetzt einfach mal Aktuelles. Die dient später dazu, die einzelnen Artikel komplett anzuzeigen. Und danach, beziehungsweise innerhalb der Seite Aktuelles, lege ich jetzt nochmal eine Unterseite an, die ebenfalls nicht im Menü auftauchen soll, momentan zumindest noch nicht. Die nenne ich jetzt einfach Archiv, beziehungsweise besser noch News-Archiv. Gut, im nächsten Schritt müssen wir unser Template noch ein bisschen bearbeiten. Ich gehe hier also ins Template-Modul, gehe auf meine Root-Seite und klicke auf vollständigen Template-Datensatz bearbeiten. Wir müssen jetzt nämlich ein statisches Template hinzufügen, also hier unter Enthält und hier unter Statische Templates finde ich jetzt weiter unten ein paar TT News Templates. Einmal habe ich hier die News Settings, die füge ich hinzu. Dann ein paar vorgefertigte CSS-Styles, die kann ich auch hinzufügen. Und hier, falls ich einen RSS-Feed generieren möchte, habe ich auch noch ein Template für die News Feeds. Das lasse ich jetzt momentan aber mal weg, da kommen wir in einem anderen Video dazu. Speichere und schließe das Ganze mal und wechsle jetzt mal in den Konstanten-Editor. Und habe jetzt hier unter Kategorie meine TT News Einstellungen. Gehen wir da mal kurz rein in die Basic Einstellungen. Ich kann jetzt hier einen Template-File angeben. Standardmäßig wird das bei der Extension mitgelieferte Template verwendet, was in dem Verzeichnis TYPO3.conf, ext, TT News und so weiter liegt. Das ändere ich später. Momentan lassen wir das aber so. Ihr seht jetzt hier, man muss noch einen Starting Point angeben. Das heißt, das ist die ID der Seite, auf der die News gespeichert werden, die habe ich jetzt allerdings noch vergessen anzulegen. Also lege ich jetzt einfach noch einen neuen Sys-Ordner kurz an.
zum Beispiel nach der allgemeinen Datensatzsammlung, und den nenne ich jetzt einfach News. Speichere und schließe das Ganze. Gehe jetzt nochmal in den Konstanten-Editor zurück und bin jetzt hier wieder in meinen Basic-Einstellungen. Wenn ich mir hier mit der Maus kurz rüberfahre, sehe ich, dass diese News-Seite die ID 52 hat. Die trage ich jetzt also hier ein. Dann Single PID ist die ID der Seite, auf der eine einzelne News-Meldung angezeigt werden soll. In dem Fall wäre das hier unsere Seite aktuell ist, die die ID 50 hat. Trage ich also hier die 50 ein. Back PID. Auf jeder Single-Seite ist auch ein Backlink, also ein Link zurück zur vorhergehenden Seite sozusagen. Und hier kann ich einstellen, welche Seite das ist. In dem Fall wäre das jetzt die Home-Seite, die hier die ID 1 hat. Dann hier muss ich die ID der Seite angeben, auf der meine Archivliste später erscheinen wird. Das wäre hier die Seite News-Archiv mit der ID 51. Und weiter unten kann ich jetzt noch ein paar Grenzwerte sozusagen einstellen. In der Listenansicht, wie viele Elemente sollen da maximal angezeigt werden? 7, Latest, also die neuesten, momentan 3. Das kann man so einstellen, wie man möchte natürlich. Speichere das Ganze mal ab. Und dann gehen wir nochmal hoch. Unter Advanced finde ich jetzt ein paar feinere Einstellungen, die das Caching zum Beispiel betreffen oder die Datumsausgabe und so weiter. Da muss ich jetzt momentan eigentlich nichts verändern. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Hier unter Dimensions, das ist noch ganz interessant, die Größe von Bildern. Das ist jetzt natürlich ein bisschen abhängig von eurem Layout. Also hier zum Beispiel für die Single-Anzeige, also für die aktuellen Seite, die maximale Breite von Bildern, die maximale Höhe, in der Latest-Ansicht, wie groß sind die Thumbnails sozusagen. Das könnt ihr mal austesten, wie das in euer Layout passt. Ich lasse das jetzt mal alles auf Standard. Dann kann man hier einstellen, wie lang ist ein Artikel aktuell sozusagen, bis er ins Archiv verschoben wird. Das lasse ich jetzt momentan auch mal noch auf Standard und ändere jetzt hier mal gar nichts in dem Fall. Und unter Kategoriemenü kann ich einstellen, soll ein Kategoriemenü angezeigt werden oder nicht. Man kann für die TT News verschiedene Kategorien anlegen und die einzelnen Nachrichten dann auch Kategorien zuordnen. Ich lasse das jetzt allerdings mal alles auf Standard. Genauso hier fürs Archivmenü. Da verändere ich jetzt momentan mal nichts. Gut, als nächstes gehen wir mal in die Listenansicht. Und hier auf unseren News-Ordner. Ich könnte das Ganze auch über diesen News-Admin-Ordner regeln, aber ich habe es mir eigentlich angewöhnt, noch aus älteren Zeiten sozusagen das Ganze in der Listenansicht zu regeln. Die finde ich auch ein wenig übersichtlicher, ehrlich gesagt, wie diesen News-Admin-Ordner. Probiert es einfach mal aus. Ich lege jetzt hier mal ein neues Inhaltselement an und finde jetzt hier den Bereich News, wo ich entweder eine News- oder eine News-Kategorie anlegen kann. Fangen wir mal mit der Kategorie an. Die nenne ich jetzt einfach mal zum Beispiel Webdesign. Ich könnte hier eine übergeordnete Kategorie anlegen, da ich das noch nicht habe, ist das hier natürlich leer. Unter Special könnte ich dieser Kategorie ein Bild zuordnen und so weiter oder eine Beschreibung. Das lasse ich jetzt mal und ich kann diese Kategorie natürlich auch zugriffssteuern, entweder zeitgesteuert oder an einzelne Benutzergruppen gebunden. Das lasse ich jetzt aber mal auf. Durch den Klick auf diesen Button hier speichere ich die Kategorie und lege nochmal eine neue an. Gehen dann mal jetzt zum Beispiel mal Musik. Fällt mir jetzt gar nichts Besseres ein. Und ich speichere das. Damit ich jetzt die Kategorien später auch verwenden kann, muss ich noch eine kleine Einstellung treffen. Dafür gehen wir jetzt nochmal in den Erweiterungsmanager und suchen hier unter geladene Erweiterung mal unsere TT News Extension. Klicken dort auf den Namen und finden jetzt hier weiter unten unter Konfiguration noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Und zwar müssen wir jetzt hier diesen Haken bei Use General Record Storage Page entfernen. Und normalerweise
würden die Kategorien jetzt nur verwendet werden können, wenn ich die auf meinen Ordner Allgemeine Datensatzsammlung zum Beispiel anlege. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte das innerhalb meines News-Sys-Ordners verwalten, deshalb entferne ich diesen Haken und speichere das Ganze mal ab, wenn ich hier unten auf Update klicke. Gut, jetzt gehe ich wieder zurück in mein Listen-Modul. Gut, im nächsten Film zeige ich euch dann, wie ihr eine News anlegen könnt und wo die dann angezeigt werden kann oder wie die angezeigt werden kann. Bis dann!